Oh ja. So. Lasset mich mal kurz verifizieren. Weil ich habe vor, den Gang nach oben 4 breit zu machen und 3 hoch zu machen. Und 4 breit deswegen, weil wir quasi die mittleren Beinsteine haben wir dann dieses Compressed Cobble. Und die äußeren Beine, die haben wir aber quasi Clean Stone, sodass die sich quasi zum Tunnel Außenwand quasi dazugehören. So habe ich mir das gedenkt. Die Frage ist, können wir aus beiden Materialien jeweils das überhaupt machen? Ich brauche ein bisschen Cleanstone. Haben wir hier Cleanstone? Ja, wir haben Cleanstone. Das ist ja wunderbar. Wir haben halt nur scheiße zu wenig Cobblestone. Ist auch egal. Kriegen wir ja jetzt eine Menge. So, das heißt, wir gehen jetzt mal zu unsere... Ich lade das mal hier ein bisschen was ab. Kann man das eigentlich verbrennen, das Zeug hier, dieses Dünengras? Aber ganz ehrlich, zum Messer dieses Dünengras ja nun wirklich nicht geeignet. Damit kannst du wirklich gar nichts machen. So ein Bullshit, Alter. Haben wir hier noch Dünengras drin? Ne? Nö. Gut, dann ist ja alles in Ordnung. So, genau, du kommst da oben rein. Warum haben wir so viel von? Warum haben wir so viel Scheiße dabei? Egal. Nehmen wir alles mit. Wenn uns der Platz ausgeht, wir haben Backpacks. Von uns stellen wir uns da hinten irgendwelche temporären Kisten auf. So. Ja, schöner Baum. Nicey dicey. Jetzt können wir gleich mal. Das können wir gleich machen. Hier mit diesem Clean Stone. Mit den Stone Bricks Dingern da. Wie viel brauchen wir da? Ich mach mal ein paar. Na, das wird nicht reichen. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5. Das 20. Davon 2 Drittel sind 15. Plus nochmal die Ecken. Sagen wir mal, wir brauchen 20. Ich mach mal 20. So, es geht immer bitte weg. Jetzt kommst du nach da, du nach da, du nach da, du nach da. Nee, nach. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier mache. Ich mache einfach so hier, komm, bam. Genau, 16. Nee. Ach, viel zu viel. Ach, war ja wieder klar. Da passt das Ganze nämlich doch nicht. Oh Gott. So. So. Und jetzt. 1, 2, so, dann kriegen wir 6. Moment mal, können wir hier nicht so eine Seitenteile machen? Seitenteile ging ja, glaube ich, irgendwie entweder. Oh, Scheiße. Brick. Wie gingen diese Seitenteile? Also diese Eckkanten, also diese Ecktreppen, meine ich doch hätte. Nein, nicht das da. Wie ging. Ach so, 4. Okay, dann können wir. Perfekt. Na, perfekto matto. Easy. So. Warum eigentlich 24? Ich glaube, ich habe gerade schon wieder... Ja, hiervon wollte ich ein paar Slabs machen. Ach Gott, Alter. Ja, klar, Ronny. Verschwinde erstmal alles, was du hast. Ach. Jach, sala. Wenn mich jemand fragt, ich weiß gerade selber nicht, was ich tue. Also bitte. So, jetzt sollte ich alles haben, was ich brauche. Also hier unten kommt das. Ernsthaft? Das. Hier kommt das. Hier kommt. Na. Na. Ach, das ist doch Bullshit. Die hier. Da wollte ich wieder 6 führen, ne? War doch klar. Ach komm, leck mich halt. Oh mein Gott.
Aber jetzt? So, 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 so? Nee. Was ist denn jetzt? Ach! Noch ein Köpfchen drauf. Da! Na wohl, 7 Stück. Ja, super. Da. Da. So, dann kommt jetzt da, kommt das. Da kommt jetzt das hin. Da kommt jetzt ein ganzer Block hin. Und hier kommt jetzt ein Slab hin. Oh, Alter. Wie geht hier gerade ein Arbeitsspeicher aus? So, so, so. Hallo? Da. Da, 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 da. So, 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 so. Sieht gut aus. Sehr schön. Also hier passt die Optik schon mal. Naja, hier geht's ein bisschen, weil es halt so, ne, um die Ecke und dabei noch hoch geht. Weiß ich nicht, ob ich das so schön finde oder ob ich hier hinten noch so einen einzelnen ransetzen möchte. Können wir denn so einen einzelnen überhaupt bauen? Es sieht eher schlecht aus. Ach doch, hier. Oh, okay. Aber da haben wir, denke ich, wieder 12 Stück von. Und 12 brauche ich nicht. Boah, ich verschwende so viel Material. Das ist doch scheiße. Lassen wir. Lassen wir erstmal. Können wir später, wenn wir es merken, sieht so echt kacke aus, dann können wir später immer noch machen. So, hier kommt jetzt so ein Block hin. Hier kommt ja jetzt wieder so ein äußerer hin. Dann kommt hier Treppen hin. Und hier kommt ein innerer hin. Ah, jetzt habe ich ein bisschen inneren Frieden. Easy. Hi. Okay. Sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Na? Haben wir so ein kleines, schönes, süßes Podestchen für den großen, riesen Baum. Da sind doch alle glücklich. Okay. Die restlichen Scheiß-Kackdinger mache ich direkt mal in den Rucksack rein, weil die brauchen hier jetzt nur noch Platz. In die Inventar. Oder gehen wir mal zurück zu unserem Berg. So, ich mache mal hier eine Baustraße hin, damit wir nicht immer hier runterspringen und wieder hochspringen müssen. Das ist ja Bullshit. Genau. So. Du kommst bitte auch weg. So. 1, 3, 4. Ja, hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Ob ich denn hier einfach eine freitragende Brücke baue? Alternativ können wir natürlich auch noch ein Stück da reingehen, bevor wir hochgehen, aber das macht dann auch wieder wenig Sinn. Nee, lassen wir direkt so. Denn sieht man halt hier von außen ein bisschen, ist quasi so ein bisschen so frei, ne? Kann man so ein bisschen rausgucken aus dem Berg. Oh, ja gut, das war ja. Das ging schnell. Hier brauchen wir. Genau, der muss clean bleiben und auf die anderen drei kommt dann sowieso was von oben drauf. Das heißt, bei den anderen drei sieht man denn eh nicht, was da drunter ist. So, der Vordere muss aber wieder Cleanstone sein. Bitte geht sie aus meinem Weg raus. Sie stören meinem Empfinden. So, hier kommt wieder Clean. Dann kommt wieder dreimal normal. 1, 2, 3 und schon stecken wir in der Wand. Easy. Oh, apropos in der Wand stecken. Ich komme gerade gar nicht. Oh, scheiße, die Wand an. Ah, geht doch. 1, 2, 3. Ach, nicht einmal günstig. Alter, hier runter zu fallen. Ha, könnte ein bisschen wehtun. So. Soren left the game. So, 1, 2, 3, genau. 1, 2, 3, 4. Ab hier wird es wieder höher. Eigentlich muss ich immer gucken, hier bei der Stufe wird es doch hier oben höher.
Aha. So, jetzt 2. Ich brauche ein bisschen Licht hier. Das geht aber gar nicht. Habe ich Fackeln dabei? Nein, habe ich nicht. Macht nichts. Ich habe ein bisschen, naja, ein ganz bisschen Kohle. Für das Notdürftigste reicht es. Ah, siehst du, jetzt noch sogar noch mehr Kohle. Na, easy. Oh-oh. Whoa. Jetzt bin ich auch beinahe schon gefallen, ne? Haben wir eigentlich Mese? Fällt mir nicht ein, wir könnten mich unten aus dem ganzen Gravel, könnten wir eigentlich durchsieben. Es gibt ja hier diese Gravel Shields, wie auch immer man das ausspricht, die Dinger. Ja, dann könnte man die einfach laufen lassen und dann kriegt man nämlich aus diesem Gravel, aus diesen Kies, ach Kies, na gut, ich sag mal Geröll, egal. Da kriegt man aus diesen Geröllen, nämlich man quasi Materialien rausgesiebt. Wenn man so die Analogie möchte. Aber braucht halt 2 Mäse. Und die Dinger gibt es natürlich auch als manuell, aber da klickst du dich dumm und dämlich. Ist also fürs Let's Play definitiv nicht geeignet. Ups, wird nicht fallen. Das könnte wehtun. Na gut, konzentrieren wir uns erstmal wieder hier rauf. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie kommt man bei meinem Test an Höhlengraben nicht drum herum. Jetzt verstehe ich auch langsam, wie sie auf diesen Namen kam. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ich dachte mal, es war ein Wortwitz. Ist auch gut. Oh, da war sie hin. Oh ja, jetzt wird er ganz, ganz schnell. Oh mein Gott, jetzt bin ich ein bisschen zu schnell. Alter, die ist viel zu schnell. Digga, kannst ja gar nicht arbeiten mit. Okay. Okay. Ein bisschen hart schnell, finde ich mal. Ach ja, scheiße, der Tunnel sollte ja viel breit. Ha! Also B2B. Du musst ja auch noch ein bisschen dazu machen, ne? Also hier so, zum Beispiel. Oha. Würde mal sagen, wir arbeiten ihn nicht nach links und nach rechts um 1, sondern nur nach rechts um 2. Ja, machen wir. Machen wir genauso. So, hier bitte Cleanstone. 2-mal. Achso, siehst du, in der Mitte brauche ich ja eh keinen Cleanstone, da kommt der halt ein Compressed hin. Ist ja natürlich wieder. So, hier mache ich jetzt noch einen kleinen Bauweg runter. Erstmal hier nur ein kleiner Abstieg, damit man hier so besser raufkommt, wenn man hier runter ist. Ist auch egal. So. Wow. Alter, das geht zu schnell. Hilfe. Das war eine Schippe. Das war eine Schippe. Ja, Rolle, die Waldfee. Bitte nicht runterfallen. Oh, ich falle hart. Ha. Easy. Thanks. So. Das heißt, wir machen hier nur einmal so hin und ach komm, Alter. Thanks. Jetzt mal alles weg. Jetzt fällt ja bald alles runter. Das ist natürlich schade ums schöne Material. So viel haben wir leider nicht, dass wir uns das leisten können, hier alles zu verlieren. Gerade kommst du, wenn wir halt eine Menge brauchen jetzt durch das ganze Compressed Cobblestone. Aber ich bin zumindest schon ganz glücklich, dass wir für dieses Compressed Cobblestone nicht irgendwie eine Maschine brauchen oder einen Ofen, sondern es einfach direkt aus dem Crafting-Menü machen können. Da brauchen wir wenigstens da nicht noch mehr irgendwie was, irgendwas, ne, was denn hier noch. Alter. Ich traue mich ja gar nicht, irgendwie Speed zu geben.
verlierst sofort alles. Ach komm her damit. So. Da. Oh, holen wir mal die ganzen Sachen, die hier runtergefallen sind. Easy. So. Da habt ihr wohl den Slash vergessen. Jetzt sammle ich wirklich den ganzen, das ganze Geröll ein. Egal. Was man hat, hat man. Waren wir unten schon mal? Ja, wir haben schon mal was abgebaut, kann das sein? Kommt mir so bekannt vor. Ja, gestorben von einem Monster. Ja, darauf müssen wir auch aufpassen. Zumal wir auch noch gar keine... Was war das gerade? Keine Ahnung. Zumal wir auch noch gar keine Rüstung haben, das macht die Sache nicht gerade einfacher. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen sehr leichtsinnig. Gerade jetzt da vorne, hier, ist ja alles dunkel. Das könnte tatsächlich ein bisschen zu Problemen führen. Ich glaube, ich mache das Ganze noch ein bisschen höher. Weil ganz ehrlich, habe ich gerade mal 4er Höhe? Ja, eben einfach 4er Höhe, ist doch richtig. Warum habe ich nur 3er Höhe? Ach, hier habe ich. Ach, ja, jo, fehlt noch was. Dachte gerade schon, ich baue hier gerade Upsili. Oh! Oh, na, schau mal, da guck, ein Geschenk Gottes. Was? Was war das gerade? Wenn mal wieder der Autismus kickt. So. Kommen wir da oben ran? Easy. Ach nee, weiter oben komme ich nicht. Naja, wie gesagt, Dunkelheit und so, ne? Muss ich hier tatsächlich ein bisschen aufpassen. Sonst war es das mit meiner Lebensanzeige. Ach komm, weg hier. Genau. Schnell das hier geht, ey, ist ja wow. Ich meine, genauso schnell nimmt leider die Spitzhacke auch ab. Von daher wird die wahrscheinlich nicht allzu lange halten, gerade wenn ich weitermache mit dem Speed. Geht aber schon schnell auf jeden Fall. Oh Gott, wenn ich mir bedenke, wie hoch wir müssen. Ich nehme dich mal auch mal weg. Hab ich da auch noch den schönen Kies? Ach komm. Kies für alle. Zoom.
Licht. Dankeschön. Damit ich schon mal sehe, was ich eigentlich gerade verzapft habe. I need Essen. Oh, und I need Platz. Ich räume hier ein bisschen auf hier. Ganz Krümpel mal weg, was sich hier schlecht stecken lässt. Wieso? Keine Ahnung. Tja, unsere Regenbogenschaufel ist dann gleich weg. Spitzhacke. Machen wir sie noch eine? Ich weiß nicht. Oh, Schaufel, Spitzhacke AD. Oh komm, wir machen uns noch mal eine. Oh. Mein Minecraft-Server ist gerade abgestürzt. Ach so, schon wieder die Tiermod. Ah. Wie der Tiermod stürzt mein Minecraft-Server leider ab und zu mal ab. Schade, aber es ist sogar relativ selten. Also vielleicht weiß ich so ein-, zweimal pro Woche Maximum. Eigentlich eher so einmal oder weniger pro Woche. Aber natürlich trotzdem ein bisschen blöd. Aber das soll uns jetzt hier nicht stören. So, gucken wir mal, wie viel Rainbow Ore wir noch übrig haben und ballern das Ganze für Spitzhacken drauf, weil ich sag mal so, bei Spitzhacken werden wir das auf jeden Fall am ehesten brauchen. Haben wir gerade nur noch 7 Stück. Oh lol. Gott, denke ich jetzt ein bisschen kurz, dass wir noch ein bisschen mehr haben. Sind da gerade nur noch 2 Stück. Das würde nicht sehr weit reichen. Das wird eher so gar nicht reichen. 1, 2... Und zwei, bam. Oh, eins, zwei. Jetzt nehmen wir uns auf. Für einsame Nächte. So. Na gut. Eigentlich schon eine geile Gegend. Eigentlich schon eine echt hammergeile Gegend. Was? Habe ich vergessen. Musste jetzt ein Hotel suchen. Bin gestorben von einem Monster. Ach, warte mal. Achso. Scheinbar bezogen auf ihren Spawn. Ich glaube, ja, ist ein bisschen blöd, diese neue Icy Essentials Mod hat so einen Backbefehl, mit dem man sich, wenn man gestorben ist, so seinen Backbone, also zu den Knochen zurückbewegen kann, also da, wo man gestorben ist halt. Aber man braucht dafür erstmal irgendwelche Rechte. Könnte ich zwar natürlich hinzufügen, aber alle Benutzer, die es bereits gibt, die müsste ich dann halt nachträglich noch geben. Und A, ist das ein bisschen umständlich und zweitens bin ich irgendwie auch relativ froh darüber. Weil klar ist natürlich das Spiel schwerer, wenn man seine Sachen suchen muss. Andererseits, wie gesagt, das soll ja eigentlich ein Survival-Server sein, ne? Und kein Spiel-Server. Also, Spiel natürlich schon, klar. Survival-Spiel. Aber eben. Man möchte jetzt den Spielern ja auch nicht zu einfach machen, hier zu überleben. Da kommt einmal Sand durch, okay. Was hat sich denn der Bauherr dabei gedacht?
Was mir gerade auffällt, wenn wir hier die Höhle mit 4x4 aushöhlen, dann bekommen wir quasi pro Schritt nach vorne gerade mal 16 Kobbel. Aber alleine für diese zwei Blöcke, die wir hier nach vorne müssten, bräuchten wir dann ja immer 2x9, also 18. Obwohl, nee, halt, wir arbeiten ja im Durchschnitt gerade mal mit zwei Blöcken. Wir gehen ja hier ein hoch, dann hier zwei, dann hier drei und dann hier vier. Ja, eben, das heißt, wir arbeiten im Durchschnitt sogar nur mit einem Viertel Blockhöhe. Bin ich jetzt dumm? Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall, doch, sollte reichen. Ey, das heißt, wenn wir die gesamten Tunnel ausgebummt haben, brauchen wir alleine, also einen ganz Großteil davon, alleine schon für den Weg denn hier. Alter. Gott, ist das Kompresskobbel teuer. Ist ja schon ganz schön hier, ne? Das sind Preise von den Treutmann. Und zwar schlecht. Oha, es wird hier gerade. Es ist ein bisschen sehr dunkel. Und gerade ist bereits einer vom Server gestorben wegen mangelnder Helligkeit. Auch genannt Dunkelheit. Ich habe auch gerade keine Fackeln dabei. Alter. Ich sehe kaum noch was. Und das heißt, ihr auf YouTube seht gar nichts mehr. Wahrscheinlich. Ja, hat ja gut geklappt. So. Gut, dann flitze ich mal kurz nach Hause. Will ich immer reingehen? Gute Frage. Achso, ist das Ding. Ah, schade. Einfach, ich war's da vor der Pause. Schau mal vor.